Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Curseplay Update Video Tutorial, wie auch immer. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um dir hier dieses Video anzuschauen. Wenn es dir gefällt, dann lass doch auch gerne ein Like da. Und ja, es ist etwas länger her, dass es ein Video von mir zum Thema Curseplay gegeben hat. Ist schon über einen Monat wieder her. Und ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit. In dem Augenblick, wo ich dieses Video aufnehme, ist die Version 00022 die aktuellste Version. Ihr seht sie unten eingeblendet im Spiel. Und ja, was hat sich geändert? Eine ganze Menge hat sich in diesem Video geändert, nicht in diesem Video, sondern in Curseplay hat sich eine ganze Menge geändert. Sie haben den Modus 2, 3 und 9 überarbeitet. Sie haben das Menü überarbeitet. Sie haben die Kursgenerierung nochmals überarbeitet. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Änderungen an und fangen mal an hier vorne im ersten Menü. Und für diejenigen, die sich jetzt auch noch fragen, ja, wo finde ich denn den Modus? Welcher Modus ist denn überarbeitet worden? Also den Modus findet ihr immer hier unten. Hier vorne fangen wir mit 1 an, hier hinten hört er mit 10 auf. Also im Endeffekt könnt ihr einfach hier von 1 bis 10 durchgehen. Da habt ihr unten den Modus und hier oben habt ihr dann halt die jeweiligen ja, Optionen, die es dann noch dazu gibt. Bei der Steuerung hat sich also nicht viel geändert. Dann könnt ihr hier nach wie vor eure Kurse laden. Dann habt ihr hier die fahrzeugspezifischen Einstellungen. Die müsst ihr für jedes Fahrzeug extra vornehmen. Ihr könnt hier unten das Ladegut hinzufügen. Einmal den Dünger, das Saatgut oder halt hier dann auch, ne, könnt ihr dann hier auswählen zwischen Kompost oder Dünger. Wir wählen jetzt hier mal den Dünger und ihr könnt auch hier unten nochmal die Reihenfolge ändern. Indem ihr einfach hier unten auf diesen Pfeil klickt, dann würde er jetzt zuerst den Dünger laden und dann das Saatgut. Aber ne, ihr könnt also hier über diese Pfeiltasten dann die jeweiligen Kammern die Anordnung festlegen. Dann gibt es hier die minimale Entfernung. Das heißt also, wenn ihr im Fahrzeugverband unterwegs seid, wie viel Abstand die Fahrzeuge zueinander haben sollen, mindestens. Und da ist ein guter Wert, den ich herausgefunden habe, 150. Dann funktioniert das eigentlich wunderbar. Hier könnt ihr nach wie vor den Fahrzeugverband aktivieren oder deaktivieren. Dann habt ihr hier die Geschwindigkeit. Hier haben wir noch den Drescher, um den zu suchen, wenn ihr also mit Curseplay alleine arbeitet. Dazu wird es aber auch jetzt in Zukunft noch weitere Tutorials wieder geben, das Ganze nochmal neu aufnehmen und das auch nochmal aktualisieren. Dann haben wir hier die Einstellungen und hier hat sich auch eine ganze Menge geändert. Hier ist wieder eine ganze Menge zurückgekommen, was vorher weg war. In den erweiterten Einstellungen, das findet ihr jetzt wieder hier unter allgemeine Einstellungen hier im Menü, also im HUD hier angezeigt. Einmal könnt ihr den Spurreißer aktivieren oder deaktivieren. Dann die Düngefunktion könnt ihr hier aktivieren oder auch deaktivieren. Das ist interessant dann, wenn ihr zum Beispiel eine Feldmission habt, wo ihr sehen sollt und da werden wir nur dafür bezahlt, dass wir sehen. Also können wir hier die Düngerfunktion ausschalten, ganz praktisch. Oder halb hier Gerät am Kursende, also dann, wenn er seinen Auftrag erledigt hat, ob er das Ganze wieder einklappen soll oder ob er es geöffnet lassen soll. Dann kommen wir zu den Fahreinstellungen. Dort hat sich also nichts geändert. Ihr könnt hier nach wie vor Rundumleuchte auf der Straße oder halb, wenn ihr jetzt hier nochmal Rundumleuchte und Warnblinker auf der Straße oder Rundumleuchten immer einschalten, also das oder halb auch ausgeschaltet, so wie ihr das haben wollt. Ich habe das standardmäßig immer auf der Straße an. So, Kraftsparmodus aktiviert, also Kraftstoff, nicht Kraftspar. Kraftstoffsparmodus, mein Gott, so heißt das richtig. So, könnt ihr aktivieren oder deaktivieren. Ich habe es immer auf aktiviert, habe ich keine Probleme mit. So, Kraftstoff an Tankstelle nachfüllen, wenn er unter 20% ist. Das heißt, dann übergibt er einen Autodrive. Und dann fährt er automatisch zur Tankstelle und geht dann tanken. Das ist auch damit gemeint. So, Plan aktivieren, deaktivieren. Da habe ich noch überhaupt gar nicht herausgefunden, was überhaupt diese Funktion beinhaltet. Kann ich euch auch leider nicht sagen. So, und erster Punkt, gerade anfahren. Also das heißt, da wo er startet, soll er gerade drauf zufahren. Und ja, das ist, das könnt ihr also hier einstellen. Ich habe es immer grundsätzlich aktiviert. Das ist im Endeffekt die beste Einstellung. Dann habt ihr hinten noch Modusabhängige. Das heißt, wenn ihr im Fahrzeugverband unterwegs seid, dann könnt ihr einmal hier den Bahnversatz einstellen, ob er halt einen semantischen Bahnwechsel machen soll. Ich lasse es meistens aus. Ich aktiviere das meistens nicht
oder überhaupt nicht. Wenden auf dem Feld habe ich immer aktiviert. Fruchtumfahrung habe ich auch immer aktiviert. Aber er fährt trotzdem durch die Frucht. Das ist nach wie vor so. Das hat sich also noch nicht geändert. Dann könnt ihr hier den Geräteversatz einstellen. Das ist zum Beispiel, wenn man Ballen sammeln möchte. Das heißt, man hat einen Ballensammelladewagen. Dann kann man also hier den Versatz einstellen, so dass er also dann die Ballen mit Curseplay einsammeln kann. Man kann das auch noch, ja, nicht nur seitlich, sondern auch noch vor und zurück den Abstand etwas anders einstellen. Das macht ihr hier und entgegengesetzt wenden auf der letzten Bahn. Das ist, was sich hier geändert hat. Gehen wir jetzt mal auf erweiterte Einstellungen und da hat sich das Menü sehr verändert. Vor allen Dingen ist es sehr schlank geworden. Einmal hier Benutzer AI Wendermanöver müsst ihr hier aktivieren und das ist fahrzeugspezifisch. Das heißt, ihr müsst diese Einstellung in jedem einzelnen Fahrzeug vornehmen. Ganz, ganz wichtig, dieser Hinweis. Dann Fahrtfindung im Wendermanöver habe ich auch immer aktiviert und Fahrtfinder darf rückwärts fahren. Auch das habe ich aktiviert. Rechtsklick hat, könnt ihr hier vernachlässigen, weil dann müsst ihr das in jedem Fahrzeug einstellen. Da gibt es eine globale Einstellung zu und die ist wesentlich sinnvoller zu aktivieren. Fahrtfindung Wegpunkte, was ist damit gemeint? Wenn wir also zum Beispiel mit Autoläufen Curseplay arbeiten und er steht am Wegrand, oder am Feldrand eher gesagt und berechnet jetzt den Kurs zum Wegpunkt, wo er wieder anfangen soll, dann könnten wir uns das hier über diese, wenn wir das aktivieren, könnten wir uns das anzeigen lassen. Name und Kurs wird angezeigt in den Karten. Das ist hier, könnt ihr auch ausschalten, so Tool anheben oder absenken. Das sollte immer auf anheben spät und absenken früh sein und die Lenkart beibehalten. Ihr könnt ihr aktivieren oder deaktivieren, so wie ihr das gerne haben möchtet. Vergesst nicht hier unten auf OK zu drücken, sonst sind die Änderungen nicht gespeichert. Gehen wir nach oben hier auf die globalen Einstellungen und hier seht ihr auch, das Menü ist wesentlich übersichtlicher geworden und finde ich auch ganz gut so. Einmal Ladekurse beim Start, das solltet ihr deaktiviert lassen. Ansonsten, ja, wenn ihr viele, viele Kurse im Ordner zum Laden habt und er würde die alle schon vorne reinladen, damit er sie halt im Spiel schneller lädt, dann müsstet ihr aber länger warten, bis das Spiel dann aktiv ist. Und für diejenigen, die also jetzt nicht so wie ich gerade 32 GB Arbeitsspeicher haben, für die könnte das auch dann schwierig werden mit der Speicherkapazität. Daher wird es also grundsätzlich immer deaktiviert lassen und nur die Kurse laden, die wir auch wirklich aktuell brauchen. So, Felder automatisch scannen, das sollte aktiviert sein. Und Curseplay Arbeitslohn, bei mir steht der jetzt auf 50%. Ich habe gerade gesehen, wo ich das Spiel neu geladen habe, stand der nämlich auf 0%. Also da solltet ihr darauf achten, dass ihr also hier auch den Arbeitslohn, wenn ihr dann damit arbeiten wollt, auch drinne habt. Hier oben ist jetzt die globale Einstellung. Rechtsklick hat. Das heißt, wenn das aktiviert ist, dann könnt ihr also nicht mehr hier über Rechtsklick den Hut öffnen, sondern nur noch über die Entfernen-Taste könnt ihr das Ganze öffnen. Hat den Vorteil, wenn man mit Autodrive arbeitet, weil hier gibt es ja auch zum Beispiel, dass man hier einen Parkplatz zuweisen kann und, dann würde das nicht so funktionieren, weil jedes Mal, wenn ihr die rechte Maustaste betätigen würdet, würde dann hier unten der Hut aufgehen und das würde hier oben dann nicht mehr so funktionieren, wie es funktionieren sollte. Von daher ist es ganz wichtig, dass er dort diese Einstellung vorgenommen hat. So, Klicken beim Einsteigen habe ich deaktiviert und zeige Mini-HUD, da habe ich bei mir auch mal grundsätzlich aktiviert. Automatisch reparieren nie, das ist nämlich neu dazugekommen und unter 25%, unter 70 immer. Und ich nehme mal hier unter 25%, sage jetzt hier okay, dann ist das Ganze gespeichert und dann repariert er sich automatisch, wenn er dann unter 25% ist. Das ist übrigens neu da hinzugekommen bei Curseplay. Es gibt eine Autoreparatur-Mod, den kann man dann vernachlässigen, weil das ist jetzt hier in Curseplay mit aktiviert worden. Ja, dann gehen wir noch mal ganz kurz auf die Kursgenerierung, weil auch hier ist etwas Neues hinzugekommen. Und zwar habt ihr jetzt hier unten Feldmitte experimentell. Da habt ihr einmal hoch runter, das kennt ihr schon. Dann gibt es das Ganze kreisförmig, das heißt, er fährt nur im Kreis. Gehen jetzt mal hier auf Feld 60 und gucken uns das mal an. Drücke ich einmal drauf. So, und dann seht ihr, jetzt fährt er hier kreisförmig. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä? Ist doch gar nicht kreisförmig. Doch, es ist kreisförmig, weil er fängt jetzt hier vorne an, fährt dann einmal hier im Kreis.
macht also als erstes das Vorgewende. So, und dann fährt er irgendwie hier rein. Da seht ihr hier. So, und dann fährt er hier irgendwie dann im Kreis weiter. Man sieht das jetzt hier nicht so gut, aber im Endeffekt fährt er hier halt gewisse Kreise, also immer im Kreis. Aber er fährt trotzdem hoch und runter. Dann gibt es noch spiralförmig. Auch da klicken wir jetzt mal hier auf Kurs generieren. So, und auch hier seht ihr, er fährt auch hier im Kreis. Also die grüne Linie ist immer da, wo er anfängt und die rote ist da, wo er aufhört. Das heißt, er fängt hier an, fährt einmal hier rum und dann fährt er hier hoch, fährt hier hinten wieder runter und dann geht das immer so weiter, bis er dann irgendwann hier in der Mitte angekommen ist und dann hat er das auch erledigt. Das ist also spiralförmig. Jetzt kann man das noch in gewisse Lanes einteilen. Also das Lanes ist mit gemeint, gewisse Abschnitte. Wir machen jetzt mal hier 4 und sagen mal hier Kurs generieren. So, und jetzt seht ihr hier, hier haben wir den ersten Abschnitt, zweiten Abschnitt, dritten Abschnitt und vierten Abschnitt. Das heißt, er fährt also erst das Vorgewende, beginnt dann hier diesen ersten Abschnitt zu bearbeiten, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten. Das kann man zum Beispiel machen, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder Option. Man sagt, ich möchte nicht im Fahrzeugverband arbeiten, aber ich möchte gerne mit mehreren Fahrzeugen arbeiten. Dann könnte man, was weiß ich, sagen, okay, ich habe 4 Fahrzeuge, mache daraus 4 Lanes, so, und dann schicke ich den ersten hier drauf, den zweiten da drauf, den dritten hier drauf und den vierten da drauf und dann lasse ich noch einen eben das Vorgewende machen. Wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Das sind im Endeffekt schon die Änderungen, die es jetzt mit dieser Version gegeben hat. Im Fahrzeugverband mit den Dreschern kann ich euch sagen, das funktioniert mittlerweile hervorragend. Die arbeiten ja wunderbar. Auch sie halten den Abstand, sie machen die Taschen. Es ist alles wirklich hervorragend, die Arbeitsweisen dort. Und es wird, wie gesagt, jetzt demnächst noch neue Tutorials auch zum Thema Curseplay geben. Curseplay zusammen mit Autodrive. All das wird in der nächsten Zeit kommen oder im Jahr 2021 wird es eine neue Serie geben zum Thema Autodrive und auch zum Thema Curseplay. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Das war's von mir an dieser Stelle. Bis dahin, bleibt gesund, ich bin raus und bye bye.